Herzlich willkommen zu Sallys Welt. Seit unserer letzten und vorletzten Messe gibt es bereits meinen eigenen Backrahmen. Und wer mich kennt und mich auch schon länger verfolgt, weiß natürlich, dass ich schon seit vielen Jahren mit Backrahmen backe, statt mit Springformen. Um genau zu sein, seit etwa 8 Jahren, also seitdem ich verheiratet bin, da habe ich mir zuerst einmal diesen ersten Backrahmen gekauft. Und es gibt natürlich ganz viele Vorteile, warum ich die eben auch benutze. Und zwar ist es bei Backrahmen so, wieso benutzt man die überhaupt? Mit Backrahmen kann man eben ganz normal backen, wie eben mit üblichen Springformen oder auch mit Backblechen auch. Der Vorteil ist nur, dass du eben ohne Boden backst. Das heißt, du hast nicht so einen Springformboden, kannst dadurch viel schneller backen und die Teige gehen zum Beispiel auch viel gleichmäßiger auf. Und bei den eckigen Backrahmen finde ich sogar auch ganz gut, dass man immer so schöne Ecken hat und nicht wie auf einem Backblech diese Rundungen außen hat. Das heißt, man kann richtig tolle Torten und Kuchen backen und braucht eben auch nur dieses eine Produkt, weil man eben nicht in der Springform backen muss und später einen Tortenring verwendet für die Creme, sondern man hat ein Produkt für alles. Und jetzt habe ich meinen eigenen Backrahmen mittlerweile aus verschiedenen Gründen. Ich habe bisher schon mit ganz vielen verschiedenen Backrahmen und Tortenringen gebacken, viele ausprobiert und natürlich gab es bei jedem Produkt auch immer Vorteile, aber auch eben Nachteile. Aber es gab bisher noch kein einziges Produkt, wo ich gesagt habe, Mensch, der bündelt jetzt alle Vorteile in einem. Und das habe ich jetzt eben mit meinem eigenen Backrahmen geschaffen und möchte euch den heute auch vorstellen, ein bisschen was zur Geschichte erzählen und natürlich auch den Umgang und die Pflege auch zeigen. Die Backrahmen und Tortenringe, die werden zu 100% in Deutschland hergestellt, nämlich bei uns in der Region. Das ist wirklich nicht weit von uns weg, nur 30 Kilometer. Und den Hersteller habe ich auf der Messe kennengelernt, habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten vor einiger Zeit und habe eben gefragt, Mensch, kann ich vielleicht meine Ideen und meine Wünsche mit einbringen? Und so haben wir uns eben kennengelernt, unterhalten und dann ist eben dieses Produkt entstanden. Jetzt möchte ich euch mal ganz kurz zeigen. Ich war nämlich in der Produktion, habe ein bisschen was für euch mitgefilmt und möchte euch jetzt zeigen, wie man die einzelnen Produkte auch herstellt. Das hier ist jetzt der eckige Backrahmen. Der ist 7,5 cm hoch und er besteht aus 4 Teilen. Und zwar kann man die ganz einfach auseinanderschieben. Hat auch den Vorteil mit der Reinigung, dass man den einfach komplett reinigen kann. Und jetzt zeige ich euch zuerst einmal, wie sie hergestellt sind. Das sind alles, also egal ob jetzt eckiger oder runder Tortenring, die werden alle aus 100% Edelstahl hergestellt und auch das Material stammt aus Deutschland. Jetzt habe ich hier diese 2 Teile, das sind die Innenteile. Und bei denen ist es so, dass das Edelstahl geschliffen wird, damit man sich eben auch nicht verletzen kann und damit man keine scharfen Außenkanten mehr hat. Und so werden alle Teile abgeschliffen und die Außenteile gehen dann noch eine Station weiter. Und zwar wird dort diese Schiene gebogen und dann auch gepresst. Und damit aus den Edelstahlplatten ein rechtwinkliger Backrahmen werden kann, müssen noch die Teile abgekantet werden. Und im Prinzip ist der Backrahmen jetzt schon fertig. Jetzt müssen die 4 Einzelteile nur noch zusammengesetzt und verpackt werden. Und diesen eckigen Backrahmen verwendet man jetzt, wie gesagt, wie ein ganz normales Backblech. Nur hat es eben den Vorteil, dass man schneller backen kann. Und es gibt dann natürlich noch andere Vorteile. Also zuerst einmal nimmt man diesen Backrahmen und setzt ihn auf ein Backblech. Ich habe jetzt hier so ein perforiertes Blech. Und zwar hat es ganz viele kleine Löcher, besteht aus Aluminium. Aber derzeit lassen wir jetzt auch gerade noch unser Edelstahl-Backblech herstellen, auf dem man eben auch super backen kann. Da verwendet man am besten eine Backfolie damit oder ein Backpapier und kann es dann draufsetzen. Und dadurch, dass dieses Backblech Löcher hat, kommt eben die Hitze viel besser durch. Ich kann schneller backen und auch gleichmäßiger backen. Jetzt kann man den Backrahmen auf die gewünschte Größe einstellen. Also entweder lässt man ihn so ganz klein oder man kann ihn auch auf die Größe des Blechs ausziehen. Und dadurch, dass der hier diese durchgängige Schiene hat, ist er eben auch sehr stabil und behält auch seine rechtwinklige Form.
Bei meinen alten Backrahmen, die ich verwendet hatte, hatte man hier nur diese Klammer und dadurch wurde praktisch der Backrahmen nur punktuell zusammengehalten, was natürlich weniger stabil war als jetzt diese durchgängige Schiene. Und was man jetzt hier im Vergleich auch ganz deutlich sieht, ist, dass die anderen Backrahmen alle ein sehr dünnes Material haben, also da wird auch an Material gespart. Und wir haben jetzt hier drauf geachtet, dass dieses Innenteil 1 mm stark ist und das Außenteil 0,7 mm. Das heißt, er ist wirklich auch richtig schwer, wenn man ihn hochhebt, sehr stabil und bleibt natürlich auch auf dem Backblech gut sitzen. Man könnte den Backrahmen auch auf ein normales Backblech setzen. Allerdings hat man da den Nachteil, dass man eben nicht dieses perforierte Backblech hat. Und viele Backbleche haben das Problem, dass sie nicht gerade sind und der Backrahmen dann nicht aufliegen würde und dann der flüssige Teig auslaufen würde. Jetzt zeige ich euch noch die Besonderheit des Tortenrings. Und zwar habe ich den einmal in 7 cm Höhe und einmal in 10 cm Höhe. Der für 10 cm eignet sich wirklich super für hohe Torten, wie zum Beispiel eine Schwarzwälder Kirschtorte oder eine Käsesahnetorte oder jede andere Torte, die ihr gerne hoch zubereiten möchtet. Natürlich könnt ihr da auch flachere Torten drin zubereiten. Und der kleine ist super für zum Beispiel einen russischen Zupfkuchen, einen normalen Rührkuchen oder zum Beispiel einen Bienenstich. Das Besondere an beiden Tortenringen ist, dass sie hier vorne diesen Klemmhebel haben. Der ist jetzt gerade verschlossen, den kann man ganz einfach öffnen, indem man hier einmal mit dem Finger betätigt und dann kann man den Tortenring in die gewünschte Größe öffnen, hier hinten noch die Klammer verstellen und dann ganz einfach wieder schließen. Und so behält er eben die Form und die Größe und verrutscht nicht. Denn mir ist das ganz oft passiert mit meinen alten Tortenringen, die hatten diesen Klemmhebel nicht. Das ist übrigens auch patentiert. Und da war es eben so, ich habe es auf die gewünschte Größe eingestellt und gerade bei so kleineren Größen, wie zum Beispiel hier, ist der Ring immer wieder aufgesprungen und man konnte den gar nicht so richtig fixieren. Und deswegen ist es wirklich ganz praktisch, dass man hier jetzt diesen Klemmhebel hat. Bei den Tortenringen ist es natürlich auch so, dass die Edelstahlteile zuerst einmal geschliffen werden, damit die scharfen Kanten weg sind und man sich nicht verletzen kann. Und dann werden die Teile zurechtgebogen, also aufgerollt. Dieser Klemmhebel da vorne wird separat hergestellt und dann werden alle Teile zusammengeführt, montiert und später eben verpackt. Die Tortenringe verwendet ihr jetzt genauso wie den Backrahmen. Also ihr nehmt jetzt dafür das perforierte Backblech am besten und dann entweder eine Backfolie oder ein Backpapier. Bei der Backfolie ist es so, die nehme ich immer ganz gerne, wenn ich festere Teige habe, denn die Backfolie kann ich mehrmals benutzen und muss sie nicht wegschmeißen. Jetzt nehme ich den Tortenring und stelle ihn auf die gewünschte Größe ein. Und wenn ich jetzt einen festen Rührteig zum Beispiel habe, würde ich das jetzt hier reinfüllen oder auch einen festen Mürbteig würde ich ihn auch hier reinfüllen. Aber bei flüssigeren Teigen nehme ich immer ganz gerne Backpapier und schlage die Tortenringe damit ein, denn ansonsten können die Teige ein bisschen auslaufen. Also ein bisschen dürfen sie am Rand immer auslaufen, aber bei richtig flüssigen Teigen ist es wirklich besser, man schlägt sie ein. Und zwar nimmt man einen Bogen Backpapier. Und da eignet sich am besten ein Backpapier, was nicht zu glatt ist, also was so eine kleine Musterung hat, denn die haften einfach besser und die lassen sich auch besser um die Tortenringe schlagen. Jetzt wird mit der einen Hand das Backpapier eingeschlagen und die andere Hand hält den Backring fest. Also zuerst einmal einen Knick, das erleichtert das Ganze ein bisschen. Und jetzt ganz eng drumherum schlagen. Und den Tortenring immer wieder mitdrehen. Gerne auch mal zwischendurch ein bisschen falten. Und am Ende so in sich reindrehen. Und dann sollte es fest sein. Und jetzt kann man diesen Tortenring mit dem Backpapier einfach aufs Backblech setzen und so auch richtig flüssige Teige backen.
Der Vorteil vom Tortenring ist, dass ich nur dieses eine Produkt habe. Das heißt, ich brauche keine Springform mehr, denn ich kann den Teig in diesem Tortenring backen und später aber auch die Torte mit der Creme befüllen. Ich habe die kürzere Backzeit durch das perforierte Backblech und durch das Backen ohne Boden. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass manchmal Torten- und Kuchenteige immer so einen Hubbel bekommen haben und einfach oft reißen. Und das passiert in Tortenringen einfach nicht mehr, weil sie eben gleichmäßig hochbacken. Also so viel jetzt zum Gebrauch der Tortenringe und Backrahmen. Was die Pflege betrifft, also ihr könnt die natürlich in die Spülmaschine stecken, weil sie zu 100% aus Edelstahl bestehen, der auch rostfrei ist. Aber ich mache es meistens sogar so, dass ich sie mit der Hand wasche, weil es einfach sehr schnell geht. Meistens mache ich so, dass ich eben so ein Tortenringmesser nehme und den gebackenen Kuchen dann auch so herauslöse. Und falls ich dann aber noch Reste habe, kann man die ganz gut mit dem Tortenringmesser auch ein bisschen abkratzen. Also gerade jetzt hier unten dann am Rand. Und den Rest kann man einweichen und eben mit Hand spülen. Das Tortenringmesser und die Backrahmen und Tortenringe sind alle zu 100% in Deutschland hergestellt. Genauso wie die Verpackung. Nämlich da war es mir auch ganz wichtig, dass die eben auch hier designt ist und hier gedruckt ist. Wobei es jetzt nicht wichtig ist, dass es 100% in Deutschland gemacht ist. Aber es kann ja auch ein Nachbarland sein. Jedenfalls da, wo eben die Mitarbeiter fair bezahlt werden und eben auch entlohnt werden. Und da legen wir eben nicht nur bei den Produkten, sondern auch bei der Verpackung viel Wert drauf. Das schafft man natürlich bei jedem Produkt, aber wo genau. Aber da, wo es geht, versuchen wir es natürlich auch umzusetzen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich so ziemlich alles gesagt. Die Backrahmen und Tortenringe gibt es bei mir im Shop oder auch bei Globus, also in Globus Supermärkten zu kaufen. Da könnt ihr sie dann auch vor Ort anschauen und spart euch zum Beispiel auch die Versandkosten. Also nicht bei Amazon. Nicht im Baumarkt. Genau, im Baumarkt auch nicht. Bitte nicht in den Globus Baumarkt laufen und nach Tortenringen. Genau, fragen. Nur Globus Supermarkt. Genau. Ja, und ich glaube, jetzt haben wir so ziemlich alles gesagt, oder? Ja, du wolltest noch sagen, was wolltest du noch sagen? Dafür stehe ich mit meinem Namen. Seit 111 Jahren. Nee, das nicht, aber dafür stehe ich wirklich mit meinem Namen. Also hinter der Qualität kann ich echt stehen, ja. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt einige Fragen beantworten konnte, euch ein paar Tipps zum Gebrauch geben konnte. Und ihr seht ja die Backrahmen und Tortenringe immer in meinen Videos in Gebrauch. Falls ihr aber doch noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß damit, falls ihr sie euch zulegen wollt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Das war's. Das war's schon. Macht's gut. Also, tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Arrivederci. Arrivederci.